Ahoi! Heute nehmen Chris, Heike und ich euch mit in die Südeifel auf einen der schönsten und natürlichsten Mittelgebirgsflüsse in Deutschland, die Lieser. Die knapp 74 Kilometer lange Lieser, nicht zu verwechseln mit dem österreichischen Fluss gleichen Namens, entspringt in der Hocheifel und fließt in Richtung Süden durch die Vulkaneifel der Mosel zu, in die sie einige Kilometer vor Bernkastel-Kues mündet. Die Lieser fließt über große Abschnitte in einem naturnahen, engen, oft schluchtartigen Tal, ohne den Fluss begleitende Straßen oder Bahnlinien. Und auf unserer gesamten Paddelstrecke von 34 Kilometern queren gerade mal zwei Straßenbrücken die Lieser. Let's go! Eingebootet haben wir am Wanderparkplatz der L65 bei Flusskilometer 54. Auch wassertechnisch bietet die Lieser Spannendes. Sie ist praktisch durchgängig interessantes Wildwasser der Stufe 2 mit ein, zwei Stellen, die bei unserem heutigen Wasserstand vielleicht sogar leicht darüber liegen. Nie wirklich überfordernd, aber immer spannend. Vor allem im ersten Teil unserer heutigen Strecke erfordern viele querliegende Bäume, für meinen Geschmack allerdings etwas zu viele kleine Umtragungen. Das macht unsere heutigen 34 Kilometer von der Brücke der L65 zwischen Uedersdorf und Trittscheid bis zur Bleiner Mühle dann doch recht anstrengend. Der einzige Nachteil der Lieser ist, dass sie nur selten im Jahr einen Pegelstand aufweist, der für eine Befahrung ausreicht. Heute haben wir nach starken Regenfällen in den Tagen zuvor mit einem Pegelstand von 120 cm am Pegel an der Brücke Schladwittlich allerdings nahezu optimale Bedingungen. Deshalb hält uns auch der zweite kleine Nachteil der Lieser, die schlechte Erreichbarkeit der Einstiegs- und Ausstiegsstellen mit Bus und Bahn, heute nicht ab. Mit zwei Autos handelt man sich zwar ziemlich viel nervige Fahrerei ein, aber was soll's, die Lieser beim heutigen Wasserstand ist uns das wert. Auf den ersten Kilometern hat die Lieser den Charakter eines Wiesenflusses. Baum- und Strauchhindernisse halten uns ständig alert. Mehrmals müssen wir ausbooten und ein, zwei Bäume umtragen. In der dritten oder vierten Umtragung passiert es dann. Beim Herausziehen meines Bootes am stark bewachsenen Ufer reiße ich mir im hinteren Teil meines Swings den Boden für ca. 15 cm an einem spitz hervorstehenden, abgebrochenen Ast auf. Damit verliert der Boden schlagartig alle Luft. Flickzeug habe ich natürlich nicht dabei und die Tour abzubrechen ist aufgrund des fehlenden Straßenzugangs auch keine Option. Und ich finde die Lieser auch viel zu spannend, um jetzt abzubrechen. Also fahre ich ohne Luft im Boden weiter. Das geht grundsätzlich auch einigermaßen, ich habe jetzt aber drei Probleme. Erstens reagiert das Boot viel träger auf Paddelschläge und ich muss jetzt also noch schneller die beste Linie finden. Zweitens liege ich viel tiefer im Wasser und kann meine Spritzdecke nicht mehr schließen. Ich schöpfe deshalb viel Wasser, das ich immer wieder ausleeren muss. Und drittens, und das ist das Unangenehmste,
habe ich jetzt noch viel mehr Grundberührungen, mit der Folge, dass weitere Schäden am Boot entstehen können. Leider passiert das dann später auch beim Überqueren von knapp unter der Wasseroberfläche liegenden Baumstämmen und Ästen. Aber dazu später mehr. Ein letztes Problem könnte sein, dass das Boot jetzt viel langsamer ist. Aufgrund der durchweg schnellen Strömung ist das aber heute nicht wirklich von Bedeutung. Gegenüber den agilen PE-Wildwasserbooten von Chris und Heiko kommt mir mein beschädigtes Luftboot wie ein unbeweglicher Tanker vor. Dafür liege ich mit einem ordentlichen Tiefgang jetzt ziemlich stabil im Wasser. Hochkonzentriert paddeln wir weiter. Das leichte Wildwasser der Lisa ist eigentlich ziemlich berechenbar, aber hinter jeder Biegung könnte ein querliegender Baum im schnell fließenden Wasser eine ernsthafte Gefahr darstellen. Richtung Manderscheid wird das Tal der Lisa immer enger, schluchtartiger und felsiger. Der Fluss schnellt sich hier immer tiefer in das harte Gestein der Südeifel ein. Zusammen mit dem heute nicht optimalen Wetter schafft es eine teilweise fast düstere Atmosphäre. Eine kleine Pause könnte ich jetzt auch gebrauchen. In Manderscheid bei Flusskilometer 42 machen wir vor der kleinen Brücke eine kurze Mittagspause. Das ermöglicht uns auch, das zerfallene Wehr kurz hinter der Brücke vom Ufer aus anzuschauen. Wir überlegen aber nicht lange, auf jeden Fall befahrbar. Der Ort Manderscheid liegt auf der Höhe über dem Tal, deshalb sehen wir in Flussnähe auch hier nur wenige Gebäude. Einen Besuch wert wären sicher die beiden Burgruinen aus dem 12. Jahrhundert, für die Manderscheid bekannt ist. Aber dazu haben wir heute keine Zeit. Das Wehr bzw. die Steinschüttung hinter der Brücke ist tatsächlich etwas steinig, lässt sich aber trotzdem erwartungsgemäß gut befahren. An den Felsen über dem Fluss hängen die Kletterbegeisterten wie Farbkleckse am Stahlseil des Klettersteigs. Der Fluss will es nun von uns wissen. Wassertechnisch erreicht die Lisa jetzt ihre ersten Höhepunkte. Wildwasser 2 in höchster Perfektion und purer Spaß. Die Kombination aus dem leichten, aber immer spannenden Wildwasser und dem sehr naturbelassenen Tal ist einfach großartig, wenn nur die vielen Baum- und Strauchhindernisse nicht wären. Auf ein bisschen Anstrengung muss man sich auf der Lisa schon einstellen. Aber das war doch ganz cool, da hat es einen praktisch ohne was zu tun durchgeleitet. Das war wie eine Bootsgasse fast. Aber ich habe zunehmend Probleme mit den Felsen. Ich setze halt auf jeden Fall auf. Paddeln! Die Hindernisse durch querliegende Bäume werden zwar etwas weniger, ganz weg gehen sie aber nie. Zum Glück können wir einige Bäume überfahren. Mit der Zeit entwickle ich eine Technik, wie das auch mit dem durchhängenden Boden einigermaßen klappt. Ich habe eine Technik. Hochspringen im Boot, dann geht's. Ja, dann geht's. Das macht dir richtig Probleme, oder? Irgendwann reiße ich mir dabei allerdings den Boden kurz vor meinem Sitz auf, und zwar doppelt. Die Luftkammer hat jetzt sowohl von unten als auch von oben einen langen Riss, voll durchgestochen. Das hatte ich noch nie, ich kann nur hoffen, dass ich das reparieren kann. Aber versteht mich nicht falsch,
keine grundsätzliche Kritik an Komotex oder dem Swing. Ich beanspruche das Luftkajak schon sehr. Außerdem ist mein Boot jetzt schon 7 Jahre alt. Vermutlich spürt man doch eine gewisse Materialermüdung. Außerdem ist mein Swing leider noch eins der zweiten Generation, welche noch aus dem schwächeren Nitrilon Light gefertigt wurde. Spätere Versionen bestehen dann aus dem dickeren normalen Nitrilon. Vor allem der Riss an der Unterseite ist fast 30 cm lang. Eine Herausforderung, die mich aber im Moment nicht so richtig beschäftigt. Der Fluss erfordert immer noch meine volle Konzentration. Bei Kilometer 36 mündet von rechts die kleine Kühl ein. Hinter der Mündung der kleinen Kühl öffnet sich das Tal so ein bisschen. Das ist immer noch ein enges Tal, aber nicht mehr so schluchtartig wie davor. Bei Flusskilometer 27,5 erreichen wir die Straßenbrücke der Landesstraße 60. Hier befindet sich eine gute Aus- und Einstiegsstelle. Wir fahren aber noch gut 5 Kilometer weiter bis zur Bleiner Mühle, wo Chris' Auto steht. Bei Kilometer 25,8 erreichen wir das Wehr der Schlader Mühle. Es soll gegebenenfalls über den Fischaufstieg befahrbar sein. Das sehen wir aber zumindest heute nicht und umtragen das Wehr über das linke Ufer. Die letzten 3,5 Kilometer sollten es dann noch einmal in sich haben. Die Schwierigkeiten nehmen wieder zu. Vor allem kurz vor unserem Ausstieg an der alten Bleiner Mühle bei Kilometer 22,2 geht es nochmal richtig heftig ab. Mein Gefühl ist, dass hier die Wildwasserstufe 2 doch etwas überschritten wird. Swingfrack schlägt sich aber alles in allem hervorragend. Kurz nach der Fußgängerbrücke boten wir links, kurz vor dem heute als Restaurant genutzten Mühlengebäude aus. Aufgrund der starken Strömung muss man aufpassen, dass man den Ausstieg hier nicht verpasst. Erschöpft, aber glücklich und stolz aufgrund des Erreichten feiern wir uns selbst ein bisschen. Und keine Frage, die Lisa ist definitiv einer der schönsten Mittelgebirgsflüsse, die wir in Deutschland haben. Damit verabschiede ich mich für heute und hoffe, dass ihr demnächst mal wieder dabei seid. Alles Gute, ciao, euer Tobo.